Und damit herzlich willkommen zum nächsten Songchecker und herzlich willkommen zu Down Under, zum Songcheck von Australien. Australien ist nach dem ersten Auftritt im letzten Jahr und einem starken Platz, fünften Platz damals im ESC-Finale, also beim ESC zurück. Nur diesmal dürfen sie leider nicht direkt im Finale starten, sondern müssen sich erst über das Semifinale qualifizieren. Also boah, das sehe ich momentan nicht als großes Hindernis. Ja, kurz bevor ich den Songcheck starten möchte, weil es gab ja auch sehr viel Kritik, will ich kurz mal meine Meinung äußern, dass EM Australien ja beim ESC jetzt dabei ist. Ich denke, das muss ich jetzt kurz mal loswerden. Ich versuche mich kurz zu halten, mal schauen, wie lange es am Ende wird. Also, man hatte ja letztes Jahr gedacht, der ESC das 60. Mal und Australien gilt ja schon seit den 70er oder 80er Jahren schon als riesen ESC-Fan. Sie wollten immer wieder mitwirken und nun 2016, 2015 hat die EBU tatsächlich Australien zum ESC eingeladen. Eingeladen, da sie teilnehmen dürfen und direkt im Finale qualifiziert sind. Und es gab erstmals 27 Songs im Finale. Und wurden dann von dem Sänger Gay Sebastian, der sicherlich auch schon einigen bekannt war, vorher war, mit dem Song Tonight Again und hat da den 5. Platz eben erreicht. Und das war eigentlich so als einmalige Sache tituliert worden, Australien beim ESC, das wird wohl eine Eintagsfliege sein, denkste. Da feiern sie halt eben, da hat die EBU eben für dieses Jahr Australien wieder eingeladen, nur dass sie jetzt im Toten sehen, im Finale erst starten müssen und sich erst den Finale den Finalweg ebnen müssen. Und aber ich finde, ich bin eigentlich sehr froh drum. Also ich kann die Kritik nicht verstehen. Natürlich, Australien gehört nicht zu Europa. Das ist mir auch klar. Das braucht er mir nicht zu sagen, dass Australien meilenweit entfernt ist von Europa. Aber ich finde, eine musikalische Bereicherung ist es allemal. Weil solche Musik wirklich aus einem komplett anderen, das ist ja sowas von weit weg von Europa ist. Das bereichert irgendwie so ein bisschen den ESC, finde ich. Und deswegen bin ich auch froh, wenn sie auch die nächsten Jahre wieder mit dabei sind. Also ganz ehrlich, unabhängig davon, dass sie Teil von Europa sind. Aber wenn man überlegt, Armenien, Aserbaidschan, Israel liegen alle komplett in Asien geografisch, aber nehmen auch beim ESC teil. Gut, Australien ist jetzt auch nochmal sowas von weit weg, aber allein nur wegen der musikalischen Bereicherung bin ich froh, dass sie dabei sind. So, genug gesprochen jetzt und jetzt fange ich mit dem Songcheck an zu Australien. Australien wird von der Sängerin Dami Im, die man hier sehen, repräsentiert in dem Song Sound of Silence. Ja, sie sieht sehr australisch aus. Ich weiß, sie ist auch, glaube ich, kommt gebürtig aus Südkorea, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie da auch geboren wurde, ist aber jedenfalls in Australien aufgewachsen. Also hat sehr viel Verbundenheit mit dem Land auf jeden Fall schon mal und ist da auch durch eine Castingshow bekannt geworden. Wurde intern ausgewählt in Australien und der Song Sound of Silence. Also ich habe es schon angesprochen, es ist ein komplett anderer Musikstil. So einen Song kann man eigentlich gar nicht von einem europäischen Land erwarten. Das erwartet man einfach nicht, das kennt man hier nicht. Und so, das bietet uns einfach Australien. Und deswegen, das ist einfach diesen Grund, warum ich froh bin, dass sie dabei sind. Der Song Sound of Silence erinnert fast so an eine Hymne von einer wirklich starken Stimme getragen. Also ganz ehrlich, das ist wirklich mega hammergut, vielleicht eine der besten weiblichen Stimmen in diesem Jahr, finde ich, was die Australier uns da bieten. Und ich habe es ja eben schon angesprochen, Finalteilnahme definitiv. Und das liegt auch vor allem daran, sie hat diesen mega guten Startplatz mittendrin auf Platz 10 natürlich. Ähnlich wie Russland im ersten Halbfinale, der ja auch als Top-Favorit gilt, ist Australien natürlich auch einer dieser Favoriten, allein schon wegen dem Stand des Landes. War im letzten Jahr auch so, da hat ja auch Australien zu den Favoriten gehört und dann einen 5. Platz eingefahren. Problem wird natürlich sein, wenn sie wirklich gewinnen sollten, wo sie das Ganze austragen werden. Aber da hat man ja irgendwie auch schon so eine Lösung gefunden, irgendwie, mit wem der australische Länder da kooperieren will. Aber der Song ist auf jeden Fall auch siegertauglich, finde ich. Ich denke aber, von der Punktzahl her habe ich da noch so ein bisschen Schwierigkeiten jetzt, um jetzt zum Abschluss zu kommen. Gute Stimme, gute Hymne.
Wie viele Punkte gebe ich? Es ist schwer. Es ist richtig schwer. Diese 6 Punkte habe ich jetzt schon so oft vergeben. 7 Punkte ist es nicht. Nee. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Es ist ja, sowas erwartet man nicht. Es ist außergewöhnlich, aber so richtig meinen Nerv trifft es nicht, leider nicht ganz. Ich vergebe wieder diese 6 Punkte, die ich jetzt schon so oft vergeben muss. Aber das ist eben dieses Mittelmaß. Es gibt so viele Songs, die ich dieses Jahr ins Mittelmaß so einordne. Und da gehört Australien definitiv dazu. Ist nicht total schlecht, ist aber auch nicht total gut. Und ich denke mal, da sind sie gut aufgehoben. Mal schauen, was dann für einen Platz da beim ESC im Finale erreichen werden. Weil ich denke, das steht jetzt schon fest, dass sie das Finale erreichen wird. Okay, also beim nächsten Mal geht es dann weiter in der Reihenfolge. Und jetzt die zweite Hälfte des zweiten Semifinals gefällt mir wieder um Längen besser als die erste Hälfte. So war es auch, glaube ich, im ersten Halbfinale schon gewesen. Also bis dann, bis zur nächsten ESC-Songchecker-Folge. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet, dass Australien wieder beim ESC mit dabei ist. Was ist eure Meinung zum Song? Und wie immer, Daumen hoch, Daumen runter geben und ein Abo dalassen. Bis dann, ciao!